Hallo liebe Freunde von Sergeant Rumpels Kanal, hier zu einer weiteren Ausgabe von Chivalry Medieval Warfare mit dem Sergeant Rumpel und mit mir, dem Hyuga. Ich bin so ein bisschen unsicher, was ich nehmen soll. Was nimmst du? Ich habe jetzt wieder mal Vanguard genommen. Ich habe wieder mal den Man-at-Arms genommen. Weil ich will immer mit der Klasse starten, mit die ich gerade skillen will, dann verkacke ich es 3-4 Runden und wechsle eh wieder auf die Waffen, die ich kann. Ja, wir müssen jetzt hier übrigens wieder schieben, und zwar müssen wir den Wagen schieben, den gelben Wagen. Ja, das kennen wir ja. Ja, aber ich habe gleich mal eine coole Frage für dich auf. Ja, bitte, ich bitte drum. Welcher berühmte Sportler schaffte 4 Touchdowns in einem Spiel? Ah, damit kannst du mich ja jagen, hör mal, mit so Sportlerfragen, da weiß ich ja überhaupt nicht. Und dann auch noch Football. Sag mal, geht's noch? El Bundy. Frag mich doch was über Pornos, aber doch nicht über Football. El Bundy schaffte 4 Touchdowns. Hast du niemals eine schrecklich nette Familie gesehen? Ach so, nee. Ja, doch, ich habe die schon gesehen, aber also El Bundy habe ich jetzt nicht gesuchtet, wie man das jetzt so heutzutage sagen würde. Darauf komme ich, weil das war heute eine Frage gewesen. Ich spiele hier die Billig-Version von Wer wird Millionär auf Android. Und da war heute wirklich die Frage, welcher Sportler schaffte 4 Touchdowns in einem Spiel? Und es war wirklich El Bundy. aber da stimmt was nicht, weil El Bundy ist definitiv kein Sportler. Also, naja, stand ja nicht dabei realer Sportler. Welcher fiktive Sportler schaffte... das war nicht gut. Ich muss jetzt eine andere Klasse nehmen. Ich nehme jetzt auch eine andere Klasse. Und zwar werde ich jetzt auch mal den... vielleicht mache ich den hier. Jetzt hat mich der Freakout noch erwischt. Es ist jetzt wie am großen gelben Wagen, ist auch immer der derbe Bash hier gerade am Stissen. Stimmt. Wir müssen uns auch auf den Wagen konzentrieren. Also die Roten, wir müssen uns mehr auf den Wagen konzentrieren als auf die Gegner. Lustigerweise sind es auch bestimmt ein paar Blaue hier mit dem Channel noch drin. Ruppel, was würdest du von einem Chivalry Minecraft Mod halten, fragt gerade der Banzai. Ich weiß gar nicht, ich bin von dieser, ich sag jetzt mal, Mod von, bei Left 4 Dead, dieser Half-Life Mod, bin ich ja gar nicht so begeistert gewesen, muss ich ehrlich gestehen. Das wird jetzt das ist gar nicht so einfach hier mit dem. Weiß ich, ob es Minecraft sowas wirklich hergeben würde? Ich meine, also er meinte eine Grafikmod für Chivalry sozusagen, ne? Dass es so aussieht wie, wie in Minecraft. Ich glaube nicht, also mir gefallen eigentlich die atmosphärischen Karten sehr gut, die hier, die Jungs hier gemacht haben. Insofern würde ich mir jetzt mal denken, dass ich eher das nicht so gut finden würde. Vielleicht für zwischendurch mal, aber ich würde es bestimmt nicht... ich mag ja also hier so dieses Steingemäuer, Tannenwälder und so, das finde ich eigentlich alles ganz cool. Das sieht auch ganz schön aus hier. Das passt hier auch atmosphärisch. Ja. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich bin überhaupt nicht so für diese Minecraft-Mania. Also ich finde, Minecraft ist ein cooles Spiel und es macht auch was. Alter, weil ich habe ja gar keine Schnitte hier. Was geht denn ab? Aber sage ich mal, jetzt immer und überall Minecraft, was ja wirklich in sehr vielen Fällen der Fall ist, weiß ich nicht. In sehr vielen Fällen der Fall ist es auch nicht schlecht. Das stimmt schon. Minecraft ist schon ein Riesenhype, der aber auch echt lange anhält. Muss man ja auch mal ihm lassen. Das stimmt. Aber ich bin ja auch eher so auf deiner Schiene und sag, also bei Chivalry, da sind echt die realen Grafiken super und das passt auch wunderbar. Auf jeden Fall. So, wie sieht das eigentlich aus? Es sieht irgendwie nicht so gut aus, ne? Wir haben wieder viel zu viel gequatscht und viel zu wenig gekämpft. Aber ich kämpfe schon, leider nicht erfolgreich. Alter, ich werde hier von zusätzlich nach zudem ich auch noch mit von irgendwelchen Leuten abgeschlachtet werde mit ihren Äxten, werde ich auch noch geschossen. So, jetzt gehe ich auch in die Schussriege und werde mir mal Pfeile nehmen. Das wollten sowieso einige Leute noch sehen, meinten sie. Werde ich das einfach mal machen. Unser Problem ist auch, wir haben uns einen echt beschissenen Tag zum Kämpfen ausgesucht, denn es regnet. Ja, das geht ja gar nicht. Also da hätten wir echt mal vorher die Wetter-App checken sollen. Ich hätte ja letztes Mal mit dem Silbernitrat auch über LARP geredet. Hast du schon mal LARP gemacht? Nee, ich bin, was Rollenspiel angeht, also ich bin ein Online-Rollenspieler, dann mache ich das gerne, aber so im echten Leben mit so einem Wikingerhut durch den Wald rennen, das ist überhaupt nicht meins.
Oh, das habe ich, da habe ich getroffen. Oh, das hast du mal getroffen. Ja, getroffen, aber leider nicht getötet. Noch nicht. Bist du denn so ein Lapa? Also ich weiß, nee, nee, gar nicht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Aber was nicht ist, das kann noch werden. Ich habe Heliocestus mit dem Pfeil erledigt. Und damit habe ich meiner unglaublichen Statistik mal wieder einen zugesetzt. Oh, und jetzt werde ich hier von zwei Seiten angegriffen und habe keine Chance. Kumpels von mir machen das sogar richtig professionell. Also man kann sich da ja so kleine Mini-Burgen kann man sich ja da mieten oder kleinere Schlösser, also einfach ehemalige Adelshäuser. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber dann machen die das da so richtig mit so Beschwörungskreisen und so mit Hexensabbat und alles. Also es soll wohl vor allem dann lustig sein, wenn sie nur eine halbe Burg mieten konnten und in der anderen Hälfte ist gerade eine Hochzeitsfeier und wenn da dann so die geschniegelte Hochzeitsgabe anrollt. Entschuldigung, ich muss das jetzt gerade. Ich habe ihn weggeschnetzelt mit meinem kleinen Dolch. So, Entschuldigung. Und wenn dann echt da so diese Hochzeitsgarde anreißt und dann stehen die da rum in ihrem Beschwörungskreis und machen da so Dämonenbeschwörung und das soll dann wohl schon ganz lustig sein. Boah, jetzt mache ich sie alle weg. Hier, Arenari auch noch. Super. Ja, ich reiß die Runde irgendwie gar nichts. Ich bin ja echt der Bummelletzte. Mit 2 zu 7 darf man echt keinem erzählen. Jetzt kommen sie wieder alle bei mir. Das ist natürlich ungünstig. El Psygrongro hat mich gerade weggeschlachtet. So, Leute, gebt uns noch mal ein Thema im Chat. Psy wäre auch ein gutes Thema. Was wäre Psy? Was meint er mit Psy? Den Rapper, glaube ich, oder? Kennst du nicht hier? Oh, der kenne ich mich nicht aus. Ach so, den, ja. Du meinst das Phänomen Gangnam Style sozusagen, ja. Ja, der ist ja eigentlich in Korea schon länger am Start. Ne? Der ist ja da schon ein gestandener Musiker und hat dann halt durch den Gangnam-Style echt so ein Phänomen. Also der ist ja in kürzester Zeit auf über 100 Millionen Aufrufe. Also wenn es nach YouTube-Werbeeinnahmen geht, ist der ja praktisch reich. Der ist reich, würde ich sagen. Und er meint auch selbst, es wird nicht nochmal sowas wie Gangnam-Style geben. Irgendwie, ja. Weil das einfach zu viel war, zu krass war, aber wer weiß, also sein neuer Song hat ja auch wahnsinnig viel Erfolg gehabt, ist natürlich begründet durch den Erfolg von Gangnam Style, aber das war auch echt gut, also als ich das erste Mal gesehen habe, ich musste echt tierisch lachen, ich fand's super. Was ich vor allem bei dem toll finde, ist, dass der sich selbst nicht noch, der nimmt sich selbst nicht ernst, also der sagt halt schon, hey, ich mache jetzt hier zwar ein bisschen ein so auf lustig, aber ich bin jetzt nicht so ein harter Gangster-Rapper, der jetzt denkt hier, er rockt den Hood. Er hat ja auch bei Gangnam Style gesagt, das ist ja, im Endeffekt ist das eine Parodie auf diese Snob-Leute, die in dem Gangnam-Viertel, sag ich mal, wohnen, von Seoul. Mhm. Also das ist quasi, Gangnam ist ein Stadtteil von Seoul, das ist ähnlich wie Beverly Hills und ja, die es sich leisten können, dort zu wohnen, sind wohl alle recht peinlich, weil die halt auch versuchen, die ganzen westlichen Marotten halt alle zu faken. Und es ist halt super peinlich. Und da hat es ja halt super lustig gemacht mit dem Gangnam-Style. Zu Recht. Und gut. Gut hat er das gemacht. Ja, super. Ne, mit den Autos und den Mädchen. Boah, jetzt komm schon! Ja! Komm jetzt, wir kriegen's hin. Ja, nicht aufhören. Ich schlafe gerade so ein bisschen. David, damn! Die Paupi! El Psy Kongro. Wir waren gerade in der Überzahl, aber. Dammit! Wir haben ja noch 56 Sekunden, da komme ich noch nicht mehr bis zum Wagen, glaube ich. One minute. Shit! Ja, was ist immer dieser Blödsinn, wenn wir halt so viel labern, was eigentlich cool ist, dann verkacken wir's. Und wenn wir mal nicht labern würden, würden wir hier bestimmt den Shit holen. Ja, das habe ich aber auch schon oft gehabt. Also das muss man auch mal nochmal klar sagen. Wer hier moderiert, der hat es halt auch schwierig beim Spielen. Also was ich zum Beispiel total schwierig finde. Oh, Psy Grongo habe ich gerade weggemacht. Was ich total schwierig finde, ist zum Beispiel dieses rhythmische. Du musst ja genau abpassen, wann du das zweite Mal klickst, damit du. Ja. Ne? Und das während einer Moderation hinzukriegen, finde ich sehr schwierig. So, der Wagen fährt! Nein! Ah, Heliocestus! Ah, 17 Sekunden! Der Wagen fährt! Jetzt alle nochmal nach vorne stürmen. Ah, das kriegt er, vergiss es.
Das wird nichts. Egal, wir kämpfen bis zum letzten Mann. 3, 2, 1 und weg. Dammit! Ja. Ah, jetzt, das war jetzt eine kurze Folge. Wie lange haben wir jetzt gespielt? Steht das hier? 10 Minuten. 10 Minuten haben wir gespielt. Wollen wir direkt Nummer 1 dranhängen, oder? Ja, machen wir einfach die nächste Karte und nehmen wir einfach auch noch mit. Weil das müsste eigentlich eine nicht Mission-based Karte sein. Sondern eine Schnetzelkarte. Da können wir ja noch mal ein bisschen weiterreden. Wir haben immer noch eigentlich kein richtiges Thema. Wir haben immer nur so über alles Mögliche gelabert. So hingeworfene Happen irgendwie. Ja, genau. Gangnam-Style. Oh. Ah, eine schöne Karte auch. Wo gehst du hin? Agatha bin ich. Ja, bin ich auch. Ich bin mal so ein bisschen hin und her. Ja gut, Gangnam-Style ist halt so ein super Phänomen und ich finde es auch gut, wenn der jetzt sagt, hey, ich mache jetzt da nicht weiter oder ich versuche jetzt nicht das Ganze nochmal zu machen, weil dann macht man sich auch irgendwann nur lächerlich. Diese Typen da in den Rängen, die sehen ja echt merkwürdig aus. Ja. Aber wenn wir hier schon mal in so einer Gladiatoren-Map sind, was hältst du eigentlich von Vandalen sehen? Also Gladiator und sowas. Ich mag ja so Kostümfilme an sich. Finde ich ja super, sowas. Das ist King of the Hill, das haben wir letztens auch gezockt zusammen. Ja, richtig. Wir müssen halt schauen, dass wir hier in der Mitte bleiben und ich. Oh! Ich muss aufpassen, dass ich hier keinen von meinen eigenen weghaue. Aber. Oh Mann! Von dem eigenen Mann, von Daddy Hands. Dankeschön. Daddy Hands. Ja, du hast verkackt. Danke, Demiri, du hast mich gerecht, obwohl du im gegnerischen Team bist. Ja, ist ja kein Problem. Ich bin ja zur Zeit, was Filme angeht, total auf den Superhelden. Also echt? Halt, ja, Iron Man und alle. Also vor allem Iron Man. Habe ich jetzt die ganzen Filme alle geguckt, nachgeholt, auch mit Avengers. Ja, bin jetzt halt echt da auf dem Trip. Also, Superhelden bin ich ja nicht so ein Fan von, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh Mann! Gemetzel pur, das stimmt wohl. Auf der Map ist das immer richtig übel. Eigentlich. Nur, ich hab gerade meine beste Waffe drin, die kann ich mich da nicht mehr weiterentwickeln. Du meinst wegen den Kills, die man jetzt hier macht? Ja, richtig. Das ist ja schade, aber ich kann mal gedohnt, dass ich dann doch mal ganz kurz mal auf Kills zu spielen. Und deswegen mal. Oh, der Gabo hat mich erlegt hier, Gabo Mann. Ah, das passiert häufiger auf der Karte. Ja, hier. No problem. Ich komme wieder. Momentan immer nur aus mit dem Schwert. Ach komm schon, ich muss aber irgendjemanden auch umbringen. Ich hab so oft Leute getroffen jetzt. Und hast du noch gar keinen Kill? Noch, ich glaube, Kill habe ich schon. Warte mal, 2 Kills habe ich. Das ist auch nicht so wahnsinnig viel. Nee, das kennen wir besser von dir. Jetzt habe ich mal einen umgebracht. Inzwischen habe ich 3. Aua, aber beinahe auch einen eigenen. Aber du hast mich umgebracht, Yoga! Ja, ich schlag hier einfach nur durch die Gegend. Was? Der Sintoras fragt, Kumpel als Regisseur, wie findest du Jungle und Inglourious Basterds? Inglourious Basterds habe ich mir angeguckt, fand ich lustig. Also habe ich mir gerne angeguckt. Jungle habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Ich glaube, das war jetzt eher so, wie du das siehst, als jemand, der selbst schon Erfahrung mit Filmen hat. Ach so, ja, dafür wiederum habe ich mir die Inglourious Basterds nicht genau genug angeguckt. Also, ich bin generell, muss ich sagen, kein Fan von Tarantino. Auch wenn das jetzt viele verwundern wird. Aber das ist nicht mein Lieblingsregisseur, definitiv nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich mag seine Art von Film nicht so wirklich. Also ich bin jetzt, was Tarantino angeht, jetzt nicht ganz so bewandert. Also ich kenne natürlich die Klassiker Pulp Fiction und den ganzen Krims. Aber was ich bei ihm halt schon bei den Bastards nicht so toll fand, ist, dass der Film an sich total wenig Handlung hat, aber er das halt durch die Dialoge so unheimlich streckt. Und er hat dann auch so einen richtig krassen Cut, so zum Schluss, die sterben da weg, die teilweise die Nebenhauptcharaktere, sag ich mal. Du merkst es gar nicht. Die Bombe geht hoch, 3 Charaktere tot. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel, da war ja da sehr. Was ist denn so ein Lieblingsfilm von dir, wo du sagst,
Das ist echt. Den kann ich. Yes. Einfach nur so weiterempfehlen. Wir werden jetzt bestimmt viele nicht so sehen, aber ich bin Johnny Darko. Ah, das sagen viele. Ich bin auch kein Fan von Johnny Darko tatsächlich. Also Johnny Darko ist ein Film, der hat mich richtig den habe ich mir gekauft als Horrorfilm. Dachte, hey, cool, mal ein neuer Horrorfilm, so mit so einem bösen Hasen und so. Und dann habe ich so die erste Stunde gesehen und dachte mir, was das denn für ein Scheiß. Und dann ging das so mit diesen Zeitreisen und mit diesen Irrungen und Wirrungen. Und als ich das dann zum Schluss aufgelöst habe, dieser krassen Endsequenz, hat mich der Film dermaßen geflasht, dass es echt einer meiner Lieblingsfilme geworden ist. Ja? Na gut. Also ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass Leute ihn ganz gut finden, aber mich hat er nicht so abgeholt. Einer meiner Lieblingsfilme ist Andrei Rubljow, ein Schwarz-Weiß-Werk von Tarkovsky, den ich, also das ist ein sehr episches Werk, also sehr langsam erzählt. Oh. Entschuldigung, Gabo, das war jetzt... Das da komme ich mir gerade wieder so noob-mäßig vorbei. Ich kommentiere mit so einem 0815 Kinofilm und du mit irgend so einem Kunstfilm und ich denke mir, ja toll, steh ich ja auch wieder da, wie der letzte. Ach so, nee, ich kann aber auch andere Filme anbringen, wenn du magst. Also, nee, mach nur, vielleicht, weißt du, vielleicht, muss jetzt nicht nur Filme nehmen, die Leute kennen. Also den will ich auf jeden Fall, das ist ein sehr ein Film, den ich sehr gut finde, den ich auch sehr gern, der mich damals, glaube ich, überhaupt zum Film gebracht hat. Was ich jetzt zum Beispiel mag, sind so diese, boah, ganz kurz mal hier. sind diese ganzen Rodriguez-Filme halt auch zum Beispiel mit Antonio Banderas, Desperado und boah, irgendwann im da war aber der letzte Mexiko. Film, da wo Johnny Depp dann mit der Sonnenbrille und den blutenden Augen, der war so schlecht, der Film. Ich fand den aber eigentlich auch, also ich mag halt diese Art so Filme zu machen. Also das ist natürlich nicht so gut wie Desperado. Klar, aber ich finde die trotzdem cool. So, wir haben die Plattform eingenommen. Wir gehen jetzt zur kurzen Zeit mal. Oh, da kam die Pauke auch gleich schon wieder. Aber inzwischen habe ich mich an die dritte Stelle in unserem Team hochgeschnetzelt. Ja, ich bin auf Platz 4. Wir kämpfen jetzt hier gerade so ein bisschen. Aber die Jessica hat gerade mit einem Hieb drei Leute weggeholt. Sauber. Ein Triple-Kill. Davon zwei aus dem eigenen Team. Da können wir ja mal so ein Sound-Design machen. Und Triple-Kill. Die alten Unreal-Sounds. Genau, Unreal und Quake und sowas. Ja. Ah. Chris Kill. Was gab's denn da noch? Da gab's doch noch viel mehr. Invincible. Ja, oder Dominating. Insane. Nee, Insane gab's nicht. Das war jetzt erfunden. First Blood. Ja, First Blood gab's noch, das stimmt. Oh. Der Gabo hat mich umgebracht! Das wird jetzt ein wenig zu der persönlichen Fehde zwischen mir und Gabo. Und zwar im selben Team. Boah, ich hau aber auch gerade hier eigene und andere mit. Ja, aber es ist einfach eine Chaos-Karte. Hier auf der Plattform ist einfach super chaotisch. Also ich kann nicht dazu sagen. Aber ich kämpfe noch mit der Hellebarde. Also ich bin zufrieden, jetzt hier nicht wieder auf den 200 zu gehen. Doch, ich habe den 200 genommen. Aber die Ari macht mich heute richtig lang hier gerade. Die hat mich, glaube ich, das dritte Mal jetzt weggemacht. Boah, krass. Und wirklich eigentlich mal so Filme, die du super drauf gefreut hast und dann am Ende so richtig mega enttäuscht warst. Ja, gab's bestimmt auch. Ich muss aber da überlegen. Ich weiß Filme, die ich früher total geil fand, dann habe ich sie irgendwann nochmal angeguckt und dann fand ich sie total scheiße. Der Profi mit Jean-Paul Belmondo fand ich als Kind den Oberhammer. Da dachte ich mir irgendwie, das ist James Bond, wie er sein muss, sozusagen so der richtig harte Kopfknaller-Film. Ja. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt und dann, ja, okay, war ein mittelmäßiger Film irgendwie. Burak, Entschuldigung! Okay, überhaupt nicht mag es, jetzt wiederum falsch, also ein bisschen übertrieben, aber ich mag es, wenn Filme schlecht produziert sind und trotzdem gut sind. Weil es ist natürlich jetzt leicht, sag ich mal, mit einem Budget vom Hobbit einen guten Film zu machen.
Ich meine, Peter Jackson ist natürlich auch ein genialer Regisseur, aber wenn man da so irgendwie eine halbe Milliarde zur Verfügung hat, da hat man auch die diverse Möglichkeiten. Das stimmt. Ich finde es halt geiler, wenn B-Movies geil sind, weil da sind dann Leute, die müssen mit einem Budget von $200,000 auskommen. Und ja, wenn dann noch ein guter Film bei rauskommt. Ich bin hier mal wieder auf die falsche Taste gekommen. Gerade. Jetzt bin ich nicht schlecht. Auf Platz 3, du bist auf Platz 2, da wo auf dem ersten. Also wir fighten jetzt hier echt gerade. Ja, wir kämpfen uns nach oben. Ah, jetzt ist es vorbei, oder was? Nee, 40 Sekunden noch. Ah, da mach ich noch 2 Kills. Oh, Jessica hat mich überholt. Kennt ihr aber auch echt gerade ohne Rücksicht auf Verluste, also auch eigene mit dabei und so weiter. Ah, das muss vielleicht. Nur um den Sieg geht es mir gerade hier. Wir haben jetzt auch mal einfach blind irgendwie die... Komm schon! Ja, einen habe ich noch, die Ari! So, jetzt ist wieder so rot alles bei mir im Blick, dass ich da nichts nicht mehr hinkriege. So, aber der Abstand ist schon gewaltig. John und Gabo haben 30, da kommt erstmal lange keiner hin. Ja. Und? Ah, da war's. Ende! Boah. Ende der Fahnenstange! Boah, unentschieden. Nicht schlecht, du hast sogar 2 Kills mehr als ich, aber anscheinend hast du entweder weniger Assistance gehabt oder hast zu viele Leute aus dem eigenen Team umgebracht. Das kann durchaus passiert sein im Eifer des Gefechts. Draw, na gut, insofern wir sagen ein lustiges Hossa und Hossa, wir sehen uns wieder in der nächsten Chivalry Medieval Warfare Map. Bis dahin, tschö. Tschüss.